Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Sonntagsrunde Rayman Legends. Es kommt zwar erst Montag, aber ich spiele es schon an einem Sonntag. Und heute geht's los mit einer neuen Welt, mit einem neuen Gemälde, nämlich 20.000 Lumps Under the Sea. Starten wir direkt mal durch. Badaboom, da gibt's wieder jemanden für uns zu befreien. Das geheimnisvolle. Was? Oh, die. Die geheimnisvolle, aufblasbare Insel. Eine aufblasbare Insel, das erinnert mich jetzt irgendwie an so eine kleine, typische Insel. Ja, genau, an so eine Insel. Ha. Das macht lustige Geräusche. Kann ich einen Stöpsel rauslassen? Oh. Kann ich mich nicht auf die Palme stellen? Nee. Das geht anscheinend nicht. Haha, ich will aber die Lumps da noch haben. Ja, okay, komm. Hüpf! Hört ihr das? Warte, ich bin mal kurz still. Okay, hier ist es jetzt wieder eher still. Ich bin mal gespannt, ob die Welt hier nach meinem Geschmack sein wird. Wer ein paar andere Let's Plays von mir gesehen hat, weiß, dass ich es absolut... Aua. Dass ich es eigentlich echt absolut nicht mit irgendwelchen Spielen habe, wo man durchs Wasser schwimmen oder tauchen muss. Oder mit irgendwelchen Gebieten. Hier vielleicht. Yay! Boah, ich habe echt mittlerweile hier schon einen Riecher für die Tunnel. So, und den machen wir jetzt von hinten kalt. Ist ja eigentlich ein Shooter, nicht unbedingt so die feine englische Art. Boah. Die Musik hier, die hat schon so ein bisschen was Geheimagentenmäßiges. Ich will gar nicht wissen, was die mit mir machen, wenn ich hier ein bisschen länger in dem Lichtschein bleibe. Wahrscheinlich kriege ich dann irgendwie ein Torpedo auf den Hals gehetzt oder sowas. Ich muss mir mal gerade meinen eigenen Kopfhörer absetzen. Das ist voll ungewohnt, wenn ich mich nicht höre. Ich muss mich immer so ein bisschen selber palabern hören. Nicht, weil ich mich unheimlich gerne rede. Eieiei, jetzt wissen wir es. Ein Laser. Nicht, weil ich mich hier unheimlich gerne reden höre. Nein, das ist es nicht. Aber ich muss halt irgendwie immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, mir ist es halt einfach irgendwie komisch, wenn ich nicht höre, was ich rede. Das brauche ich so ein bisschen als Sicherheit quasi. Okay.
Also hier sind die geheimen Gänge anscheinend immer eher so ein bisschen... Boah. Schnell hier oben in die Lücke. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Ach. Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Och, was mache ich denn? Oh nee, Mann. Ich will aber das Glas voller Lamps. So, dann nehme ich halt erstmal das da. Oh, das ist doch nicht wahr. Wie weit kann das wie schießen? Was hat denn das für eine Reichweite? So. Nein, hier will ich aber noch nicht hin. Jetzt bin ich nämlich da, wo ich vorhin gestorben bin, überhaupt nicht mehr hingekommen. Das muss irgendwo hier unten gewesen sein, glaube ich. Tja, ich fürchte, werde ich wohl ein bisschen schneller schwimmen müssen. Nee, den Kleinling habe ich aber befreit. Dann weiß ich allen Ernstes doch nicht, wo ich hin muss. Natürlich jetzt ärgerlich. Jetzt habe ich ein abgeschlossenes Level. Eigentlich gehabt. Oh. Muss es nochmal neu machen. Komme ich da oben? Ah. Perfekt, hier ist auch noch ein Geheimgang. Oh nein, das gibt's doch nicht. Oh, was mache ich denn? Wäre ich mal nicht mal in den scheiß Vorschrank geschwommen, dann hätte es doch gepasst. Ah, da musst du jetzt leiden. Nein! Fällt mir gerade ein, dass ich doch eigentlich mal vorhatte, diese Folge hier den Raymond-Charakter zu ändern. Oh nein, Mann! Diese scheiß Froschvieh, echt, der raubt mir gerade meinen letzten Nerv. Und den vergreife ich mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich hole mir jetzt einfach den Kleinling und gut ist. So, endlich. Einen Knutsch kriegen wir wieder. Oh. So, schwimmen wir mal ganz frech hinter dieser Tauchsonde her. So. Jetzt sieht das Ganze doch schon ein bisschen besser aus. Jetzt fehlen in dieser Welt nur zwei Kleinlinge. Und immerhin nein. Wie, es reicht nicht mal für Lucky? So wenig Lamps habe ich hier eingesammelt. Hilfe! Lichter des Todes machen wir dann direkt mal noch im Anschluss. In der Hoffnung, dass das hier besser funktioniert. Nein. Yay.
Perfekt. Immerhin das Herzchen haben wir diesmal eingesackt. Ein Käfig voller Lamps. Wow. Ist Raymond irgendwie... Ah, nein. Habe ich hier wieder zu lange rumgespielt. Das Fröschli kommt. Wie kann er uns denn diesmal helfen? Kann er hier irgendwie Lichter? Ah, aha. Ja, Lichter abdecken kann er. Zwar anders, als ich gedacht hatte. So, da unten ist ein kleiner Ding. Den holen wir natürlich noch raus. Oh, ich glaube, so komme ich nach. Genau. Noch ein kleines. Also die Welt, muss ich sagen, finde ich bislang noch nicht ganz so überzeugend. Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen stressig. Das heißt stressig, das ist nicht mal stressig hier. Ich kann das nicht richtig beschreiben, wie ich die finde. Oh, scheiße. Ach, Mann. Ja, wie kriege ich da unten? Das macht Sinn. Okay. Ja, diesmal nur greifen wir. Ja, gut, stimmt. Die rennen auch sonst selten irgendwelche Lamps rum. Muss ich hier wirklich zu. Muss ich hier wirklich sagen? Nein, diesmal ist es eine komische grüne. Gelbe. Na, oh Gott. Tomaten. Nein, ein Lammkäfig. Nein, ein Kleinling ist das. Boah, habt ihr es gesehen, wie mutig ich mich in den Laser reingestürzt habe? In Klammern, ich hab's doch verkackt, sonst hätte ich mich nicht so mutig reinstürzen müssen. So. Okay, der wackelt da jetzt ein bisschen hin und her. Jetzt kann ich hier mitlaufen. Bisschen schneller aber als sonntags, auch wenn heute Sonntag ist. Boah, die Königin der schlechten Wortspiele war wieder hier. Okay. Boah, das war nicht gut, das war überhaupt nicht gut. Oh Mann, mein Herz ist weg. Hier muss ich jetzt anscheinend ein bisschen schnell sein, um hier geschossen zu kommen. Nein, 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 nein. Gott.
Alter, seid ihr denn des Wahnsinns? Das könnt ihr doch mit mir nicht machen, so spät am Abend. Oh, der Ausgang. Auch wenn diesmal drei Kleinlinge fehlen. Aber ich bin froh, dass das Level abgeschlossen ist. Das war schon ein bisschen Nervenkrieg. Und wir spulen wieder vor und es reicht wieder nicht für den Kleeblatt. Mann, ich will jetzt aber mal langsam wieder rubbeln. Wir müssten jetzt eigentlich auch in der letzten Welt noch dieses eine Level zum Befreien haben. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt erstmal. Damit die abgeschlossen ist. Diese ganzen Zusatzlevel, die mache ich dann nochmal anders. Genau das, da ist es. Die mache ich dann ganz zum Schluss. So. Selena retten wir hier. Rase um dein Leben. Okay. Machen wir das in einem der Rayman-Level nicht? Hat jetzt keiner gesehen, oder? Nicht gut. Man sollte schon noch weiterspringen. Das wäre, glaube ich, da sowas hier von Vorteil. Nein. Sag mir das doch, dass der Boden unter mir wegbricht. Okay, das war schon mal ein kleiner Ding, den wir nicht geholt haben. Autsch. Nein, ich will den jetzt aber noch haben. Jetzt weiß ich es ja. Ich muss auf dieses Teil da mit Schmackes drauf springen. Nicht nehmen runter. Was mache ich denn hier? So. So, yay. Geht doch. Ach Mann, dafür packe ich es jetzt. Das ist doch nicht wahr, Mann. Hier, nimm dich mal ein bisschen zusammen, Madame. Nein. Jetzt hüpfe ich da rein. Das will ich nicht. Ich will den kriegen. Das ist doch nicht wahr. Oh, Feuerwand, ich liebe dich. Ich umarme dich. Verbrenn mich. Na bitte. Ich hab doch noch unten gedrückt. Ach, veräppeln kann ich mich alleine. Nein, ich will den Kleinling mitnehmen. Das ist doch nicht wahr. Ich stelle mich hier aber auch gerade an wie der letzte... Ah. So, dann... Alter, was mache ich denn hier? Ich bin nie an Jump'n'Run Games verzweifelt. Ich bin immer nur an mich selber verzweifelt. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Oh Gott, nicht abstürzen. So. Mach das ganz langsam in aller Ruhe. Hey, aber immerhin haben wir so alle drei Kleinlinge geschafft. Wenn auch erst nach einigen Anläufen. Und wir haben endlich nochmal Gold geschafft. So, und wie sieht jetzt die gute Selena aus, die wir hier befreit haben? Ist ja für mich alles so ein bisschen neu, weil ich noch nie wirklich so lange Rayman Legends gespielt habe. Auch am DS, das habe ich noch nicht wirklich weit gespielt. Oh, die sechste Genialitätsstufe. 6000 weitere Lams.
Eieiei, jetzt kann ich schon richtig protzen hier, so viel wie ich schon verdient habe. So, jetzt gehen wir mal wieder in die andere Welt zurück. Zehn Glückslose. Okay, die holen wir uns jetzt aber noch. Oh, ein Kuscheltier. Triplos. Lams. 500 Stück. So, direkt noch eine Runde. Das schreit nach wieder ein Kuscheltier. Smolio. Ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller. Angucken können wir uns hier immer noch. Nein, wir haben drei Stück. Ach nee, einer. Ach, verdammt, es gibt ja nur einen. Und ein neues Kuscheltier. Und zwar Glasu. Ein neues Kuscheltier. Ein Kuscheltier. Unaf, okay. Drei Rubbellose haben wir noch. Das ist wow. 1000 Lams. Hier, Beeilung, Beeilung. Und das gibt nochmal 500 Lams oben drauf. Und was bringt das letzte Rubbellos? Noch ein Kuscheltier. Und zwar Kuscheltier Kicklick. Okay. So, Heldengalerie. Das mache ich jetzt noch. Und zwar würde ich nämlich jetzt gerne mal Raybox nehmen. Yeah! Juhu! Super! Also, dann starten wir nächste Folge mit einem neuen Rayman in ein neues Level. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüsschen!